komm, schauen wir noch schnell, wer steht vor der Tür? Draußen ist noch Höhe, er ist endlich hier. Santa Claus kommt heut in die Stadt. Er bringt uns was mit und keiner weiß was, hat was in sein Sack und das wird er los. Santa Claus kommt heut in die Stadt. Er weiß, was alle brauchen, ob wir brav waren oder schlimm. Von draußen, vom Nordpol komme ich her. Ich muss euch sagen, der Weg zieht sich sehr. Sollt eigentlich bei Santa sitzen, stattdessen tat ich zu euch flitzen. Gestatten, dass ihr mich auch erkennt, Weihnachtswichtel man mich nennt. Und so richtig stimmungsvoll wird der Weihnachtsmarkt am Hof natürlich auch erst am Abend. Also Brot in der Suppe kenne ich, aber Suppe im Brotteig? Auch der gute alte Wiener Leberkäse wurde schon anglisiert. Eine weihnachtsmärktliche Spezialität sind natürlich die gebrannten Mandeln in allen Varianten. Und Weihnachten ohne Weihnachtsbäckerei, das geht natürlich überhaupt nicht. Na, bei dem Standl wäre der Wolferl Ambros wahrscheinlich eingekehrt, weil da gibt's einen Jagertee. Was trinkt Rudolf mit der roten Nase am liebsten? Der Kameraschwenk beweist es. Eierlikör. Und wo kommt dieser Eierlikör höher? Her natürlich. Aus der Eierlikörmanufaktur. Sehe ich Scheinkugeln. Und natürlich bin ich jetzt neugierig geworden, was sind denn Scheinkugeln? Eine Scheinkugel ist was ganz Besonderes, denn sie hat ein etwas größeres Loch und hier kann man ein Scheinchen hineinstecken. Es Leben paradiesisch und schön. Da fragt sie der Karpfen und wird ganz betrübt. Glaubst du, dass ein Leben noch Weihnachten gibt? Holodaridio, holodaro, holodaridio, holodaro. Ja, und nicht nur, weil hier eine Bayernflasche dabei ist, denke ich soeben an Giovanni Trapattoni. Nach dem Motto, ihr wisst schon. Spieler schwach wie Flasche leer. Und jetzt tauche ich ein in die lustige Welt der Tiere oder noch spezieller der Katzen. Dreimal schwarzer Kater? Mitnichten. Fünfmal sogar. Und diese wunderschön nachgemachten Klimt-Kunstwerke obliegen hoffentlich nicht der Gefahr, von irgendwelchen Klimaklebern mit Farbe beschmiert zu werden. Auf der Freiung ist der Alt-Wiener Christkindlmarkt zu Hause. Ostereier zu Weihnachten? Nicht ganz, man sieht's, es sind Weihnachtseier. Ja, und wo kommen die schönsten geschnitzten Weihnachtskrippen her? Aus Gröden, aus dem Wallgardena, wo ja der kleine Stadtstreicher im Sommer Urlaub gemacht hat. Zu Weihnachten fressen wir in Saus und in Braus. Wir lassen keinen Gang beim Festessen aus. Zu Silvester auf die Waagstelle, da wird uns dann klar, dass wieder mal zu viel vom Guten war. Holodaridio, holodaro, holodaridio, holodaro.
und welcher kleine Stadtstreicher als bekennender Bücherwurm und im Zivilberuf Lehrer solche Bücher vor die Augen bekommt, dann kommt zwangsweise die Frage, was steckt hinter diesen Büchern dahinter? Es ist sehr viel Arbeit, sehr viel Handarbeit, und wenn es für Kinder ist, können sie sich einfach das Dreidimensionale besser vorstellen. Wir haben angefangen mit den Wurzelkindern, ein Klassiker, das auch dreidimensional war bei allen drei unseren Kindern. Man kann es sich besser vorstellen, und es ist auch ein Geschenk für Erwachsene. Statt dem dritten Aschenbecher, statt der vierten Vase nochmal was anderes. Wird immer mehr gesammelt, gewinnt an Wert, und das sind einfach Meilensteine in der Bilderbuchgeschichte. Sind wirklich hübsch gemacht. Und zu finden am Adventmarkt, also am Altwiener. Bis 23. Dezember sind wir da auf der Freiung. Tja, und unterhalb der Karlskirche befindet sich der Art Advent. Ein, wie der Name schon sagt, Adventmarkt, der sich vor allem mit Kunst und Handwerk auseinandersetzt. Und hier einige Impressionen davon. Liebes Christkind, du, der Engel mir zu. Es ist kalt und es schneit, es ist auf Weihnacht nicht weit. Liebes Christkind, bitte, bring mir auch etwas mit. Es vergisst dir das nie und vergötzt du so wie. Ob wir Kinder und Not und zu Hause auf kein Brot, doch das verstehst nicht, oh nein. Da wirst du ruhig knapp du sein. Bitte bring deinen Hirn für die Kinder passiert. Liebes Christkind, gell, schick dein Glück auf die Welt. Was bitte stelle ich mir unter einem Punschtaxi vor? Werde ich da als Punschgetrunkener nach Hause gebracht? Der letzte Weihnachtsmarkt für heuer ist der Mittelalter-Adventmarkt im Heeresgeschichtlichen Museum Arsenal. Und hier gibt's einige Impressionen, zunächst mal von winterlichen und weihnachtlichen Motiven. Aber dann geht's in die Welt der Ritter und Helden und natürlich auch der Hexen. Warum muss ich da bloß an die Schwiegermutter denken? Wo Pfeile sind, sind auch die Bögen nicht weit, oder? Ach ja, all das konnte man natürlich auch dort käuflich erwerben. I got a Christmas.
Christmas. Na bitte, geht ja, Heizschwammerl ohne Strom. Der Traum jedes kleinen Stadtstreichers wird soeben wahr, umgeben von Weihnachtsmännern und sogar Rudi, das rotnäsige Rentier, hat zu uns gefunden. Babi Natale. Und für meine nicht italienisch sprechenden Zuseher, und da werden es einige sein, könnt ihr mir erklären, was sind die Babi Natale? Die Babi Natale sind die italienischen Weihnachtsmänner, auch in Österreich, dank Thomas Zizka seit 2015. Wir sind Vespa-Fahrer, haben uns das von den italienischen Freunden Vespisti abgeschaut und machen sozusagen den österreichischen. Ist eine sensationelle Sache, hat gigantisch ausgeschaut, wie da 30 bis 40 Vespas an meiner Kamera vorbeigezischt sind. Natürlich unter Einhaltung des Geschwindigkeitslimits. Natürlich, natürlich. Und ihr macht das ja nicht nur zum Spaß. Wir sammeln Geld für krebskranke Kinder. Ja, ein Jahr aus. Und einmal im Jahr werden dann Kinder oder Institutionen beschenkt mit dem Geld. Und der Thomas hat, wie gesagt, 2015 die Idee gehabt, dass man eben auch in der kälteren Zeit die Vespa mal rausholen kann und sich vergleichen kann und auch fahren mit einem guten Zweck im Hintergrund. Also ich finde das, um mit Andi Goldberger zu sprechen, unserem Flügeljamin Adler, ich finde das super. Dankeschön. Darf ich den Rudi auf die rote Nase küssen? Ja, natürlich. Dankeschön. Ja, und das ist dann im Kreise der Vespa-Fahrer eine echt weihnachtliche BMW. Der Santa hat heute Sturmheit, da muss er wieder gehen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, Leute, das Weihnachtsfest ist schön.